Hallo meine lieben Freunde und damit herzlich willkommen zu einem neuen Angespielt heute von Crystalborn Heroes of Fate. Und wie ihr seht, spiele ich mal wieder über BlueStacks, einem Android-Emulator, womit ihr Spiele auf dem Computer spielen könnt, also Handyspiele auf dem Computer spielen könnt. Der Link zum Spiel und zu BlueStacks befindet sich in der Videobeschreibung. Wir werden gleich direkt mal, sieht ein bisschen wie ein Strategiespiel aus. Wir werden angegriffen, wir brauchen eine Hilfe. General Kane und seine Marauder greifen unsere Stadt an, so wollen wir nicht mehr lange durchhalten, okay. Das scheinen Bots zu sein, BBF, oder? Die Bots, eine BFF, BBF, BFF, King, J, BBF. Nun gut, skippen wir das mal und gucken uns das ein kleines bisschen genauer an. Ach stimmt, na, das sah ziemlich cool aus vom Kampfsystem her. Verwende meinen Grundangriff, um einen Marauder auszuschalten. Marauder? Marauder ist mich in der Reihe setzen, mit Spezialfähigkeiten anzugreifen. Ist schon nice, das ist sehr typisch. Ultimative Fähigkeit ist die Nummer 3 auf meiner Tastatur. Man kann glücklicherweise mit BlueStack schön viele Hotkeys nutzen. 10.000 clean an Damage. Oh, gibt noch eine zweite Wave. Ein Ravager, der wird uns bestimmt auseinandernehmen. Der hat 20.000 HP. Und wir haben hier unten scheinbar 25 Aktionspunkte. Und jeder Skill braucht immer welche. Also jetzt hier, der braucht zum Beispiel 7. Bzzzt. Ah, okay, wir laden sie immer wieder auf. Gildemitglieder. Können wir zur Hilfe rufen? Uff. Schaden, die sind also irgendwie so Level 80. Bestimmt, diese Einheiten, die ich gerade gerufen habe. Zimtschnecke, ich bin der Best. Hieß noch einer mit dabei. Wir sind bei der Eclipse Rose. Öffnen wir die Belohnungstruhe. Was ist eine Eclipse Rose? Ups. Unsere nächste Belohnungstruhe öffnet sie in 10 Minuten. Ein Heldenkristall, den wir nutzen können, um jemanden zu beschwören. Einen dritten für unser Team. Eine epische Heldenbeschwörung. Knack. Wir bekommen Cyclone. Teamschadens, Erreger und selbst Buff. Müssen wir gleichzeitig wahrscheinlich unser Team packen. 50.000 von den Münzen bekommen wir. Als tägliche Login-Belohnung. Na, PvP gibt es ja natürlich auch. Trotzdem, oh, im Team habe ich ihn scheinbar schon. Tipp auf Gilderung, da kommst du gegen alle anderen Gilden um Territorien, um besondere Forschung und um eine Freischaltung von Dungeons mit epischen Belohnungen. Klingt auf jeden Fall schon mal gar nicht kacke. Hm. Ah, das ist unser Power 14.118.13.122 des Gegners. Wir können auch automatisch sagen, wir können auch sagen, er soll das Tempo verändern. Wir brauchen also im Endeffekt nichts wieder tun, wenn wir straight up farmen, wenn wir später mal irgendwelche besonderen Kämpfe machen, sollte man das Autoplay durchaus ausmachen. Ja, Autoplay ist nicht immer geeignet. Piu! 3 Sternchen. 1000 von den Münzen bekommen wir als Belohnung für die Mission. Gib einen Namen ein. Oder überspringen. Wir können überspringen. Wir sind wieder Player 259-2494. Sehr schöner Name. Die zweite Monster war eigentlich 10 Minuten, aber gut. Dann schauen wir schon jetzt. Ein Kristall, womit wir... Geh weg. Oder auch nicht. In 5 Minuten gibt es eine nächste. Ich klicke hier irgendwo hin gerade. Egal wo ich hinklicke, er macht einfach das, was er auf Bock hat. Ich habe völlig woanders hingeklickt. Und er war ein Akku mal hier oben, sieht die Welle 1 von 1. Jetzt hat also nur eine Welle in dieser Kampagnenmission. Das war es dann auch schon wieder.
Die Story kann man sich gerne durchlesen, aber richtigen, ne, wenn man es halt wirklich langfristig spielt. So, wir kriegen 10 Premium-Heldenkristalle. Mhm, öffnen wir sie. Alter, kann ich mal. Okay. Ich brauche halt nur so hintippen, ne? Da macht es automatisch. Jetzt können wir 10 Einheiten, wenn wir beschwören. 1, 2, 3, 4 und so weiter. Überspringen wir mal alle. Die alle habe ich bekommen. Pink ist immer. Nee, es ist nicht. Es ist dunkel, einfach nur dunkel. Das ist der Wert dunkel, das ist wahrscheinlich hell. Blau. Blau. Rot. Und der hier ist dunkel, ja. Okay. Die Sternfähigkeit, na, das ist alles Stufe 1 nur. Nicht allzu überragend. Aber hey, immerhin. Gut, gib mal noch ein paar mehr Angebote, die ich alle wegklicken werde. 1, 2, Störung. Let's go. 22.000 gegen 14.404. Na, immerhin haben sie schon guten, gut aufgestuft ihren Schaden. Na, wir haben halt immer nur, na, wir kriegen wahrscheinlich pro Runde 10 Stück. 10 von den Punkten. Und 25 haben wir halt immer nur. Ist jetzt auch nicht so viel, wenn man 4-5 Einheiten hat, muss man sagen. Und ich wollte die Erfahrung ja angucken, ne? Level 1, Level 1, Level 1, alle noch, aber halt schon ein gutes Stück Erfahrung. Und neues Level. Maximal Helden-Level ist jetzt 13. Schön, dass ich erst da draufklicken muss, um es zu sehen. Gut, spielen wir das Metallwald. Das heißt, okay, wir bleiben super, wir bleiben gleich drin. Was stand da? Automatisch Kampf. Okay, muss ich gleich probieren. Vielleicht sehen wir diese Sequenz hier gar nicht mehr. Das wäre auch übel. Aber das ist irgendwie eine exakte Kopie von das Match gerade eben, oder? Fast. Sie haben Level 2 erreicht. Nice, neues Level. Aber ich sehe nicht, was sie bekommen für Level 2. Wenn ich jetzt automatischen Kampf mache, wiederholt ihr für die gewählte Anzahl an Kämpfen 14. Ach, guck mal, damit kann ich nicht die nächsten machen, sondern einfach automatisch immer wieder kämpfen lassen. Kostet mich aber links auch Energie. Na, 14 kann ich maximal machen, 15 geht schon nicht mehr. Und das heißt, es macht dann der Benutzer einfach die Energie sofort. Und wir müssen eigentlich nicht viel tun. Und haben hier eine Axt. Das ist eine Gildenstartseite. Gehen Mitglieder, gehen Level und so weiter. Die Gilde sollte man sich wahrscheinlich genauer angucken, wenn man tatsächlich vorhat, in der zu bleiben. Weil irgendwie. Mein Tagesgeschenk ist bereit, oder auch nicht? Irgendwie ist es voll dumm, in irgendeiner Gilde reingeschleudert zu werden. Was ist frei? Okay. Jede Verbesserung benötigt Zeit. Wie lange braucht ihr das? Bin fertig, oder? Aha. Kann ich mehrere? Kann ich nicht. Gut, Silberlager. Hätte. Wird mir Zeit langsam angehäuft. Das ist ja auch, guck mal, kennt ihr also auf. Sieht gar nicht so doof aus. Hier haben wir noch 16 Forschungsdinger, die wir irgendwie machen können. Wir können den Kampf verbessern. Schließe alle äußeren Forschungsaufgaben, um die Verbesserung in der Mitte freizuschalten. Widerstand Max HP, physischer Angriff für alle. 3 Sekunden lang dauert die Forschung. 2, 1. Ich muss die alle auf Maximum machen, oder was? Jetzt kann ich ja einfach schon mal, ne? Plus 0,3% Leben und so weiter, kriegen die alle dazu. Zweite Liste gesperrt, wie kriege ich die? Mit extra Geld, selbstverständlich.
Brauche ich also nicht. Okay. Wie lange braucht der nächste dann Artefakt freischalten? Schaltet ein Artefaktplatz für alle. Okay, steht schon plus 5 von 5 und so weiter. Hier in dem Buch. Level 5 brauchen wir überall dafür. 15 Sekunden, nochmal plus 3,33%. 0,3 tatsächlich bloß. Okay, sollte man also der die ganze Zeit nutzen, dass dort keine Warteschlange einfach nur so vor sich hin eidelt. Und wir haben einen Schlüssel erhalten, Ausrüstungslieferungsschlüssel Premium. Und in 5 Minuten gibt es die nächste, wieder frei. Wir können natürlich auch die Wirtschaft angucken, gibt es genau das gleiche, mehr Gratishelden. Reduzierte Benötigungszeit für kostenlose Heldenbeschwörungen, aha. Juwelenherstellungskapazität. Herstellungstempo. Also zwei Dinger wäre schon mega nice. Silberherstellungs... Das ist voll cool. Ich weiß noch gar nicht, wo ich die Silberdinger herkriege. Ups, keine PvP-Arena. Mag ich gerade nicht. Alter. Reicht, fertig. Lass mich in Ruhe. So, Kampagne. Auf zum nächsten. 31.000 Schaden hat meine Truppe. Oh, da sollen wir automatisch kämpfen. Einen Schaden machen die, ui. Also mit dem Aufwärmen schon, sieht schon ziemlich nice aus. Aber ich glaube, wir brauchen, muss man auch extrem viel Zeit investieren. Neues Level, maximal bis jetzt 14. Das ist, wenn ich dieses automatische Kämpfen mache. Da habe ich mal irgendwie Bock drauf. Psst. Lass mich in Ruhe. Herrgott, nochmal. Gibt einfach. Ja, ich spiele übertreib's manchmal. Was ist, wenn ich automatischer Kampf 5 mache? Macht das wirklich, ja. Ach, den Bosskampf macht er so oft. Ah ja, okay. Diese Mission macht er so oft, ja logisch. Er wird also 5-mal diese Mission machen. Falls man irgendwelche Items oder so farmen müsste, wenn es die an irgendeinem... Ja. Wird es tatsächlich machen. Ja. 1,5? Ich glaube, wir haben den Bosskampf gerade nicht gemacht, oder? Oder? Piu! Oh, Boss ging dann besiegt. Wir sind jetzt bei knapp 31.000. Das ist jetzt nicht mehr allzu viel. Wir können natürlich auch die Ausrüstung beginnen. Ne? Ja, natürlich ja wieder regelmäßig die Skills machen. Eine Minute dauert das nur. Geht eigentlich voll klar zurzeit noch. Helden. Was ist mein Team? Täglich gratis Juwelen, automatische Wiederholung. Verstehe ich nicht. Ich muss sie doch irgendwie aufleveln können, oder? Also vom Equipment her, falls es welches gibt. Verbessern. Kostet was? 25.000 von diesen Münzen. So siehst du aus. Sind das eigentlich die, die ich habe? Ich darf hoffen. Sonst rüste ich dir was aus, was ich gar nicht habe. Irgendwie nicht ersichtlich, welche mir gehören, oder?
Ach guck mal, der steht doch nicht im Besitz. Das heißt, ich hab die tatsächlich, ja. Eine epische. Und warum jetzt nicht in meinem Team? Huh? Splitter suchen. Also ganz mir noch nicht klar. Jetzt haben wir wie viel? 31.000, ne? Würden wir wahrscheinlich nicht schaffen. Okay. Gut, meine Freunde, aber ich würde sagen, das war es auch gewesen mit einem Angespielt zu Crystal Born. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, in der Videobeschreibung der Link zum Spiel. Könnt ihr euch mal angucken. Oh, was möchtest du denn von mir? Kampagnenmission. Schieße Kampagne auf Level 1 ab, okay. Ding, 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 ding. Ah ja, gibt auf jeden Fall auch ziemlich viele Belohnungen dafür. So, sowas aber auch. Bin ich stärker geworden? Nö, wa? Ach guck mal, die ist Gast. Stehe. Trotzdem. Wo kann ich sie ausrüsten? Ja auch? Ah, hat keine. Okay, sowas wie, haben nur Waffen scheinbar, keine Rüstung. Oder ähnliches. Gut, meine Freunde, ich würde sagen, wie gesagt, das war's angespielt zu Crystal Born. In der Videobeschreibung der Link zum... Alter, jetzt mal, wie ich aufhören will, ne? Als ob das Spiel mich hört. Der Link zu Bluestacks und zum Spiel. Vielen Dank und wir sehen uns beim nächsten Mal da wieder. Oder rein. Ciao, ciao.